Captain Titus, die Orks haben die Armeen der Fabrikwelt vernichtet. Und sie haben die planetaren Verteidigungswaffen. Schlau von den verdammten Orks. Hält uns von ihnen fern, während sie die Titanen Kriegsmaschinen. Bereit machen für Ausweichmanöver. Pilot, Bericht. Steuerbordantrieb ist tot, Sergeant. Wir verlieren an Höhe. Schiff in Sicherheit bringen. Wir finden einen anderen Weg. Zu Befehl, Captain. Vanderhawk-Lanze von Jove kehrt zur Startrampe zurück. Das ist Ihr Plan. Wir müssen zur Oberfläche, um die Batterie auszuschalten. Oder möchten Sie schon nach Hause, Sergeant? Nicht, bevor ich mit den Orks geredet habe. Ist das klug, Captain? Diese Aktion entspricht nicht dem Codex Astartes. Bleiben Sie dran. Damit begrüße ich euch recht herzlich bei meinem neuen schönen Let's Play zu Warhammer 40.000 Space Marine. Ein endgeiles Game, das glaube ich recht gut als Fortsetzung zu Dawn of War passt. Du, Hulk, stirb! Einfach nur, weil man mal wirklich aus der Sicht eines Space Marines sieht. Huch! Du. Ja, huch. Kommen da noch mehr? Los. Tot. Oh, zack. Und tot. Und du auch noch. Betäuben und töten. So. Mein Name ist Count 2010 oder 2010. Und ich freue mich, euch hier bei diesem Let's Play begrüßen zu dürfen. So. Soweit, so gut. Ich habe das Spiel bereits ein paar Mal durchgespielt. Auch auf den höheren Schwierigkeitsgraden. War auch wieder eine recht amüsante Herausforderung. Ich spiele hier auf normale. Einfach nur damit mir. Wow. Was war das?
Einfach nur, damit ich ganz einfach ganz gemütlich moderieren kann und euch etwas dieser Welt näher bringen darf. Das Universum ist besser gesagt. Die meisten von euch werden ja natürlich vielleicht mein Let's Play zu Dawn of War schon gesehen haben oder dürften sich zumindest schon auskennen im Warhammer 40.000 Universum. Falls das nicht so ist, werde ich euch natürlich liebend gern alles Mögliche berichten. Und zwar aus der Sicht unseres Captain Titus hier. Weil das auch sehr viele Unterschiede eigentlich macht, ob man jetzt wirklich aus der Sicht eines Warboss. Nein. Das gefällt mir hier gerade so schön. So. Oh, schön getreten. Kann ich den nicht verkapfen? Egal. Betäuben, Special Killen. Das heilt mich nämlich. Also umso blutiger, umso besser. Zack und BAM! Eine kurze Anmerkung. Dieses Spiel ist ab 16 Jahren, glaube ich, oder ab 18, weiß ich gar nicht. Sagen wir mal 18 aufgrund von übermäßigem Blutfluss. Falls ihr unter 18 Jahren seid, bitte ich euch, eure Eltern oder Erziehungsberechtigten um Erlaubnis zu bitten. So, einfach nur, damit nicht irgendeiner sagen kann, ey yo, du verdirbst die Jugend. Das möchte ich nicht. Ich zähle zwar auch noch zur Jugend, bin aber 19 Jahre alt, das passt. Tot. Hey. So. Wie ihr ja schon aus dem Vorspann entnehmen könnt, sind wir hier etwas über Greier, den Planeten Greier, und sind auf der Suche nach Titanen. Cool. Und auf dem Weg nehmen wir gleich noch das Kommandoschiff der Orks mit. Mickrig. Und das hat total überhaupt keine Konsequenzen, dass ich ein Schiff zerstöre, auf dem ich gerade stehe. Null Konsequenzen. Null. Titus ist tot, Spiel vorbei. Sozusagen. Nein, natürlich nicht. Wir sind ein wahrer Space Marine und Captain auch noch. Dann. Wir können nicht sterben. Noch einmal ganz offiziell herzlich willkommen bei Let's Play Warhammer 40.000 Space Marine. Nachladen. Captain Titus, bitte kommen. Die Orks haben mich vom Kurs abgebracht. Von Leandros habe ich nichts gehört. Aber ich empfange Übertragungen von der imperialen Armee am Boden. Hätte nicht gedacht, dass noch jemand lebt. Oder sogar kämpft. Bin jetzt unterwegs zur Front. Dort treffen wir uns. Ja. Das war Sidonis, einer unserer Freunde vom Vorspann. Man beachte die Kanone dort hinten. Sidonis ist ein Veteranen-Sergeant, offensichtlich mein Stellvertreter, ein paar Ränge unter mir. Ich bin der Captain, ich bin natürlich der ganz Obrigste, der Beste von meiner Kompanie. Kompanieanführer wohlgemerkt und kämpft hier mit drei, also als drei. Ey, Grotz, den treffe ich noch nicht. Ja. Weil sie treffe ich. Tot. Na, Tanz, Grott, Tanz. Ach schön, Boltpistole, einfach unendlich Munition. Höchst amüsierend. Na, was sagst du? Auch cool, einen Grott einmal aus dieser nahen Perspektive zu sehen. Da kann man sie wirklich mobben. Ja.
macht. Evakuierungen müssen geordnet ablaufen. Öffentliche Störungen werden nicht toleriert. Okay. Bolterwummens! Bolterwummens? Ja, wie ihr sehen könnt, Grotz sind wie Ungeziefer, falls ihr sie nicht kennt. Grotz sind die niedrigsten Sklaven der Imperator sei mit ihnen, Space Marine. Danke. Der Orks. Und hier haben wir einen Bolter. Der Punkt 998. Ja, Punkt 998 heißt das nicht, der 998. Egal. Goodwin Jammer Bolter, es ist der Standard Bolter, ist das charakteristische Space Marine Kampfgewehr, wenn man es so bezeichnen möchte, das selbst angetriebene Sprengladungen abfeuert. Maustaste 1 zum Schießen, R zum Nachladen. Eingabe. So. Hier natürlich keine Zeit verlieren. So. Na los. Danke. So, ist das ein Kommandobolter oder ist das ein normaler Bolter? Das sehe ich jetzt nicht. Schwer zu erkennen. Wenn er golden ist, dann habe ich einen Kommandobolter. Der ist etwas feiner gearbeitet, nichts Besonderes. Ist das ein normaler Bolter? Space Marines! Keine Munition verschwenden. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube aber sogar, dass die Bolt-Pistole stärker ist wie der Bolter. Oder zumindest gleich stark. Der Mensch ist alleine! Herr Hund. Natürlich mangelnde Präzision im Verhältnis zu Bolter. Habe ich zwar auch nur Kimmy und Korn, aber... aus der Deckung rausbollern. Das sind nicht so hart. Komm und hol mich, Space Marine. Tja. So, gibt es noch spontan irgendetwas zu sagen? Ein geiles Spiel. Wie schon gesagt, recht blutig. Aber so ist es auf dem Schlachtfeld. Vor allem... vernichtet sie! Oh, hallo. Wenn ich dann einmal das Ding bekomme, das Kettenschwert. Da kommen sie. So. Auf normal geht es eigentlich. Da kann man auf den Kopf schießen, muss man aber nicht. Auf schwer sollte man doch primär auf den Kopf zielen. Da man einfach Munition spart, mehr Schaden errichtet, die Typen schneller sterben. Und das ist ja das Ziel des Spiels, möglichst viel töten. Die Geschichte ist hier nur eine Sache. Das ist so ein geiles Gefühl, einfach aufs Auge in Auge gegenüber zu treten. Na los. Komm raus zum Spielen. Das ist eine Stickbombe. Eine Granate der Orks. Wie ihr sehen könnt, da kann meine Schilde eigentlich nur leicht durchbrechen. Wenn ich jetzt jedoch meine Schilde schon durchbrochen, also sobald meine Schilde durchbrochen sind, tut so eine Granate natürlich schon weh. Ich werde mich auch in Zukunft eher von Stickbomben hüten. Alles gut raus. Leider, das habe ich noch keine Granaten. Die kommen dann später. Nach unserer Kettenschwert. Was soll denn das? Im Grund davor, blind mit Sprungmodulen ins feindliche Feuer zu springen. Ihre Tage als Neuling sind vorbei. Warum sehen Sie es mit dem Kodex noch immer so eng? Ich lasse mich von diesen Regeln leiten. Das tun wir alle. Es hat aber auch Vorteile, selbstständig zu denken, Leandros. Ja. Feind in Sicht! Ach, ist das schön. Eine Welle aus Grotz, die einfach nur zum Sterben vorbeikommen. Da ich noch genügend Munition habe, kann ich die schön verbraten. Da hinten sind nämlich noch
zwei schöne... Stirb, stirb. Munitionskiste für mich. So. Ja. Eine Munitionskiste bringt, glaube ich, genau 100. Nein, 90. So, zum Thema. Der Typ da ist Leandros. Er erkennt an seiner Rüstung, dass das nur ein stinknormaler Space Marine ist. Eins interessiert mich aber jetzt noch. Zeig mal her. Ah. Zweite Kompanie. Seht ihr das römische 2? Die römische 2. Und Titus ist der Captain der zweiten Kompanie. Im Grunde sehe ich nur hier sehr, sehr schwer seine linke Schulterpanzer. Da sollte es im Grunde jedoch draufstehen. Sollte, muss es aber nicht. Leandros hat den Codex Astartes erwähnt. Das ist das Leitbuch eines jeden Space Marine. Darin sind Taktiken, Regeln, Vorschläge und gut gemeinte Kochrezepte enthalten. Nein. Jedoch steht der Codex warnt vor hirnrissigen Sachen, wie zum Beispiel von einem Thunderhawk. Die Donus hat Übertragungen der imperialen Armee empfangen. Sie haben im Schatten dieser Kanone überlebt. Ich will wissen, wie. Ja. Man sollte nicht von einem Thunderhawk-Transporter Imperiale. Springen, rausspringen, aufgrund von Gefahr durch Flakfeuer etc. Jetzt steht auch drin, dass ich die Sache mit dem Helm schnell erzähle habe. Im Codex Astartes steht drin, dass ein Spaceman stets vollkommen geschützt sein muss. Das geht am besten mit einem Helm. Logisch. Nur ist es so, dass jeder Space Marine, der höherrangig ist als ein normaler Space Marine, der Adeptus Astartes ist da. Die Engel des Todes kämpfen mit uns. Danke. Die tragen keine Helme. Alles, was über einem normalen ist. Das bedeutet Sergeants und darüber. Mensch. Geht doch sterben alle zusammen. So. Okay. Jetzt sollte er natürlich einen Helm tragen. Der Helm ist zerstört. Es hat auch Sinn, selber zu denken. Ein schweres Boltergeschützchen. Sehr schön. Mein Lord. Sie haben uns gerettet. Erheben Sie sich. Sie haben sich gerettet. Wir hielten Sie für tot. Das wären wir auch, mein Lord, wenn da nicht der Leutnant gewesen wäre. Wo finden wir diesen Leutnant? An der Frontlinie. Folgen Sie dem Grabennetzwerk zum Kommandobunker des Leutnants. Machen Sie weiter. Wir treffen uns mit Sidonos. Dann suchen wir den Leutnant. Wir brauchen neue Informationen über die Batterie. Dorthin durch, meine Lords. Zur oberen Ebene raus und über den Plaza. Der Bunker ist dahinter. Ja, klar. Was das alles mit Codex Astartes, mit dem werden wir noch mehr zu tun bekommen. Da kann ich später dann noch weiter ausholen. Nein, was es noch zu sagen gibt, im Laufe dieses Spiels gäbe es überall Punkte, wo solche Servoschädelsonden rumschwirren. Das sind so kleine rote Punkte, die einfach nur in der Gegend rumschwirren. Diese Teile kann man nur einmal pro Steam-Account sammeln. Glaube ich zumindest. Ich hätte bis jetzt zumindest noch nicht rausgefunden, wie man das ändert. Ich werde es euch einfach eines Tages vorspielen. Dann passt das. So. Cool. Okay, und da es ja schon wieder Zeit wird, sage ich, das war die erste Folge von Let's Play Warhammer 40.000 oder Let's Play Space Marine. Ich weiß gar nicht, ob ich Warhammer 40.000 dazu schreibe. Mal gucken. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Womöglich oder hoffentlich schaltet ihr auch morgen wieder ein, wenn ich hier meine nächste Folge hochlade. Ja. Ich hatte schon bessere Abmoderationen. Das ist nicht so gut. Egal. Tschüss und habt noch einen schönen Tag, meine Freunde.